Hallo Leute, Subcreation ist nicht mehr und wurde durch die Seite Archon ersetzt. Wir schauen uns die Seite einmal gemeinsam an und finden raus, ob das ein guter oder ein schlechter Tausch war. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, hallo Leute, wie der Titel des Videos bzw. das Intro schon ausgesagt hat, Subcreations ist nicht mehr, wurde ersetzt durch Archon bzw. erworben von Archon. Archon ist die übergeordnete Geschichte von Warcraft Logs. Ich habe in den letzten Wochen schon mal in meinem Stream gezeigt, dass diese Seite existiert, als die Beta-Version frei zugänglich wurde. Und habe mir das schon mal angeguckt. Allerdings fand ich es erst auf den ersten Blick sehr unübersichtlich und bin dann doch bei Subcreations geblieben. Jetzt, da Subcreations quasi eingestellt wurde und man keine andere Wahl mehr hat, habe ich mich dann hingesetzt und habe mich ein bisschen mit Archon auseinandergesetzt. Und das werden wir uns jetzt zusammen angucken. Bevor wir in Archon reinstarten, nochmal der kurze Hinweis: Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen wollt, dann lasst mir doch gerne ein Like oder Abo da. Würde ich mich wirklich wahnsinnig darüber freuen. Wir sind auf dem Weg zu den 1000 Abonnenten. Wahnsinnig geiler Support, den ich in den letzten Wochen erfahren habe. Ich bin wirklich sehr dankbar und ich wette, wir können das gemeinsam schaffen. Wenn ihr auf die Seite Archon geht, habt ihr die Möglichkeit, mehrere Spiele auszuwählen. Ihr könnt WoW Wrath, WoW Zod, Final Fantasy, ESO, SWTOR euch angucken oder eben WoW Dragonflight, was jetzt für mich relevant ist. Ich habe mich jetzt hier auch nur mit WoW Dragonflight Sachen auseinandergesetzt. In den drei Unterrubriken, die es hier gibt, Tierlist, Metabuilds und Articles, habe ich auch reingeschaut. Bei den Artikeln habe ich noch nicht so wahnsinnig viel gefunden. Ich denke mal, dass das dann in den nächsten Wochen immer mehr und immer mehr wird. Wir sehen hier gerade Introducing. Es ist generell noch eine relativ junge Geschichte. Dass das jetzt übernommen wurde, wird wahrscheinlich sehr viel Peer Pressure, heißt es ja so schön, sehr viele Leute auf diese Seite bringen und dann eben auch dazu führen, dass da mehr kommt, bin ich mir ziemlich sicher. Wow, Warcraft Logs ist ja generell auch sehr, sehr groß mittlerweile. Die beiden hauptsächlichen Dinge, die jetzt erstmal relevant sind für mich, sind natürlich die Meta-Builds und die Tierlists, was ja quasi das war, was ich auf Subcreation eben wunderbar sehen konnte. Es ist hier jetzt ein bisschen anders aufgebaut. Es ist noch schwer zu sagen, ob es mir besser oder schlechter gefällt. Das kommt wahrscheinlich erst mit der Zeit, mit der Nutzung. Aber um es mal generell grob zu erklären, die Tierlist funktioniert nach wie vor anhand des SABC-Rankings. Zusätzlich haben wir einmal DPS-Zahlen in diesen Specs drin stehen. Das heißt, wir kriegen nochmal einen zweiten Wert, der quasi separiert. Und das bedeutet nicht nur, weil ein Spec sehr viel Schaden macht, dass er eben ein hohes Ranking hat. Denn wie wir hier sehen, hat der Sub-Schurke mehr Schaden als der Verstärker-Schamane. Allerdings befindet sich der Verstärker-Schamane im A-Tier. Diese Tierlist können wir anpassen und nach drei verschiedenen Faktoren sortieren. Einmal nach Popularität, nach Throughput, also dort ist es dann wirklich nur nach den Zahlen sortiert, und als letztes nach Survivability. Der Survivability-Tab, der basiert halt darauf, wie es hier auch steht, how often people die in Keys. Das bedeutet, wenn jetzt eine Klasse sehr populär ist, also sehr, sehr viele Leute diese Klasse spielen, demnach auch sehr viele Spieler auf dieser Klasse sind, die vielleicht nicht so gut sind, dann sterben die natürlich auch häufiger. Ne? Das heißt, unpopuläre Klassen sollten eigentlich eine bessere Survival Rate haben, sollte man meinen. Klar tendiert das Ganze natürlich in Richtung von, okay, wer schlechtere defensive Fähigkeiten hat oder wer weniger tanky ist, der stirbt natürlich auch öfter, gerade in High Keys. Deswegen gibt es hier nochmal eine grobe Erklärung, wie das genau funktioniert. Wo dann eben Wipe-Cutoffs kommt, die Kills, Deaths und so weiter und so fort. Ist einmal alles ganz genau erklärt. Ich habe mir das jetzt nicht so genau angeguckt. Das wird auch nicht der Tab sein, der mich wahrscheinlich am meisten interessiert. Es ist jetzt hier auch gerade auf Raid eingestellt. Ne? Noch ein ganz wichtiger Punkt. Ihr könnt hier oben auf Raid und ein Plus umstellen. Ihr könnt hier die verschiedenen Specs durchklicken. Die Difficulties. Ihr könnt alle Bosse machen oder einzelne Bosse jetzt im Raid. In Mythisch Plus alle Dungeons oder eben spezifische Dungeons. Die Affixe könnt ihr unterschiedlich machen. Ist jetzt allerdings erst nur seit letzter Woche. Also das weiß nicht, ob sie das noch nachreichen werden, was da noch kommt. Und man hat die Möglichkeit, eben 20 plus oder 25 plus auszuwählen. Weiß ich auch nicht, ob da noch mehr kommt. Generell in Dungeons ist es dann eben so sortiert anhand von Score. Ja? Da habt ihr auch nicht diese drei Unterrubriken, die ihr beim Raid hattet, wo es dann eben um Popularität, Throughput und Survivability geht.
sondern da habt ihr dann quasi nur eine Übersicht, die ihr dann hier hinten noch anpassen könnt. Ob da noch mehr kommt, kann sein. So, wenn wir jetzt beim Raid bleiben und hier weiter runter scrollen, dann finden wir hier einmal ein DPS-Ranking vor Mythic Amidrasil. Das heißt, ich bin jetzt hier auch im Mythic-Ranking, man kann auch in HC-Ranking reingehen, sieht man direkt, dass sich die ganzen Sachen verändern. Dann guckt man sich den Throughput an und so weiter und so fort und schon sind es wieder ganz andere Sachen. Ne? Also man merkt direkt, es verändert sich sehr stark, je nachdem, was hier angezeigt wird. Aber man hat eine gute Übersicht und wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt, sollte man auf jeden Fall wichtige Sachen daraus ziehen können. Und funktioniert meiner Meinung nach sogar ein bisschen besser als Subcreations von den Einstellungsmöglichkeiten her, weil es sehr, sehr schnell ist und sehr, sehr gut dargestellt. Dann habt ihr unter der Tierlist eine Tabelle, die man aufklappen kann, wo einmal alle Klassen untereinander aufgeteilt sind, wo ihr theoretisch frei verfügbar nach DPS, Survivability und Popularität eben sortieren könnt. Was eben mega cool ist, dass man einfach Popularität sieht. Ne, das heißt, man sieht, welche Specs viel da sind. Die Survivability, wie gesagt, da würde ich noch ein bisschen vorsichtig mit sein, das jetzt so zu werten. Aber man hat eben die Möglichkeit zu gucken, okay, welcher ist denn der Spec, der am wenigsten gespielt wird? Affliction Warlock. Aha, okay, krass. Die Frage ist jetzt hier, ab wann wird das gemessen? Hier steht jetzt nicht, ob das... Ach, warte mal, es war... Nee, also in Mythisch Raid. Das ist jetzt noch bezogen auf Mythisch Raid. Wenn wir jetzt mal gucken würden für Mythisch Plus und gehen hier mal drauf auf Popularität. 0,3 ist auch Affliction Warlock. Ne? Aber wir sehen hier auch, das ist 20 Plus. Ne? Das heißt, es wird nur geguckt, was über 20 quasi vorhanden ist. Das heißt, wie viele von 2 bis 19 unterwegs sind, wird hier nicht aufgeführt. Allerdings ist das doch schon ein guter Indikator, um mal zu sehen, welche Specs im Spiel jetzt weniger gerne gesehen sind. Und man hat hier ein paar Daten. Generell die Möglichkeit, das hier zu sortieren, ist, denke ich, etwas, was mir doch gefehlt hatte auf der Subcreation-Seite. Also das persönlich mag ich sehr. Ich weiß zwar noch nicht so ganz, wann das mal wirklich Handy kommt, außer dass man einfach so ein generelles Gefühl haben möchte dafür. Wer welche Sachen so spielt. Aber ja, prinzipiell aber cool, dass das geht überhaupt. Ne? Ich meine, am Ende des Tages, man braucht ja nicht jedes Feature mögen oder nutzen, aber solange es da ist, ist es ja vielleicht dann doch irgendwann brauchbar für einen. Ne? So, Raid ist damit durch. Hatte ich ja gerade auch komplett gezeigt. Physic Plus hatten wir hier unten noch gesehen. Dann sind noch die Dungeons aufgelistet. East-Tierlist ist auch von 20 Plus, also welche Dungeons am wenigsten Probleme haben. Man sieht quasi, in Mythisch Plus sieht man quasi genau das Gleiche, was man auch bei Subcreations gesehen hat. Und hat sogar noch die Möglichkeit, das vielleicht ein bisschen schneller umzustellen. Es ist grafisch ein bisschen hübscher. Ich weiß nicht, ihr müsst da natürlich selber die Wahl treffen, ob euch das besser gefällt oder weniger gut gefällt. Ich für meinen Teil bin jetzt erstmal positiver eingestellt, nachdem ich mir das Ganze angeguckt habe. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung dazu in den Kommentaren lassen, ob euch das auch gefällt oder nicht. So, das war jetzt der Bereich der Tierlist. Ja, das heißt, da seht ihr eben diesen ganzen SABC-Kram, hier die Popularität und den Schaden und was weiß ich nicht alles. Jetzt hat aber Subcreation auch diesen sehr, sehr großen Teil von Gear gehabt, ja, wo man nachgucken konnte, okay, wie viele Leute spielen mit diesem Trinket? Wie viele Leute spielen mit dieser Verzierung? Wie viele Leute spielen, in Anführungszeichen, mit diesem Legendary, wie es in Shadowlands gewesen ist und so weiter und so fort. Was ja zum Teil einem auch Aufschluss darauf gegeben hat, was man vielleicht versuchen sollte zu kriegen, was vielleicht für hohe Keys dann eben sinnvoll ist oder nicht. Für jeden, den das interessiert. Beziehungsweise was generell so die Biss-Sachen sind, die die Leute nutzen. Manchmal ist es ja auch so, dass das beste Item im Spiel nicht unbedingt genutzt wird, weil es ein nischiges Survivability-Item gibt oder sowas. Oder zum Beispiel auch einfach schlecht zu nutzen ist. Ne? Wenn man jetzt einen langen Cast machen muss und das einfach nicht praktisch ist, das zu benutzen im Kampf. Ne? Und das sieht man dann natürlich an diesen, in diesen Gear-Situationen besser anhand von Daten, die man von anderen kriegt, weil niemand sagt einem das. Ne? Man hat vielleicht nicht jedes Trinket, um das auszuprobieren. Und man trifft dann vielleicht im Raid, wenn man auf irgendwas rollen muss, eine andere Entscheidung, als wenn man das dann eben nicht sieht. Ne? Also man kann quasi lernen von den Fehlern oder von dem Wissen der anderen, was meiner Meinung nach der größte Vorteil an solchen Seiten ist, dass man einfach einen gesamten Überblick hat. So, und da hat Archon eben auch die Meta-Builds eingeführt. Das ist dieser zweite Tab. Link zu Archon und sowas packe ich euch alles in die Infobox. Hier könnt ihr eine Klasse wählen. Wir gehen jetzt mal auf den Shadow Priest, weil da fühle ich mich am wohlsten mit.
Ihr habt dann hier oben die Möglichkeit, das auch schnell umzustellen. Na, das heißt, ihr braucht nicht immer wieder zurück. Raid und Mythisch Plus, Difficulty und so weiter und so fort. Gehen wir mal auf Mythisch Plus, weil da fühle ich mich wohl. Gehen wir mal auf 25er, da fühle ich mich auch wohl. Alle Dungeons ist auch okay. So, und jetzt haben wir hier mehrere Anzeigen. DPS Rank 1st out of 26, das freut mich erstmal zu sehen. Quickstats 362,5k DPS, 95th Percentile. Das wird aus den Logs alles rausgelesen von Warcraft Logs. Second Highest Mythic Plus Score wird das hier wahrscheinlich sein. Wann das zuletzt geupdatet wurde, ist auch eine wahnsinnig wichtige Information, weil bei Subcreation ist es ja manchmal so, wenn du am Mittwoch darauf guckst und dir anguckst, was jetzt quasi aktuell ist, dann sind da ein paar Logs vielleicht von Dienstagabend von US drin gewesen oder eben von ganz früh morgens in der Nacht noch, wo die Leute direkt losgelegt haben, als der Server Reset kam um 5 oder 6. Und das ist dann nicht mehr. Das spiegelt einfach nicht die gesamte Woche wieder da. Ne? Das heißt, da dann eben zu gucken, okay, das ist jetzt noch nicht diese ID vollständig oder das ist jetzt nur ein oder zwei Tage von dieser ID, ist auf jeden Fall eine wichtige Information, die mir bei Subcreation immer gefehlt hat. Dann steht hier zusätzlich noch, wie viele Passes da drin sind. Das bedeutet natürlich, je mehr Logs verfügbar sind, das heißt, ihr werdet immer akkuratere Daten am Dienstag kriegen für die letzte Woche. Allerdings ist da natürlich auch schon fast ein bisschen zu spät, dann eine Entscheidung zu treffen. Aber ich würde auf jeden Fall bis Freitag oder Samstag warten, bis man wirklich Schlüsse ziehen kann. Wobei ja auch viele übers Wochenende spielen oder am Montag und am Dienstag. Das heißt, wenn die Top-Spieler sagen, so, sie spielen am Mittwoch und am Donnerstag und am Freitag nicht, gerade wenn eine neue Season kommt, wo man vielleicht sehr darauf erpicht ist, sich anzugucken, was andere machen, kommt das dann eben oft vor, dass das einfach nicht akkurat genug ist. Ne? Das heißt, seid sehr, sehr vorsichtig, wann ihr guckt, das ist immer ganz, ganz wichtig, und welche Informationen ihr zieht. Ne? Das ist keine Seite, die denkt für euch mit, sondern das ist eine Seite, die zeigt euch Momentaufnahmen an von Dingen, die dann eben passiert sind. Ne? Das kann auch Fehler können da übertragen werden, ne? Beziehungsweise Sachen, die einige Leute machen. Oder manchmal dauert es halt einfach auch ein bisschen bis die Community das quasi alle verstanden hat, dass das eben passiert. Ne? Das heißt, das ersetzt nicht die Logs, das hilft euch nur, die Logs besser grafisch darzustellen und vielleicht ein bisschen besser zu verstehen. Und wenn ihr keine Ahnung habt, wie ihr Logs lesen sollt, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr euch so ein Video wünschen würdet, dass ich euch einmal erkläre, wie die Logs aufgebaut sind, was man da machen kann. Und dann haue ich da gerne auch ein Video raus und erkläre euch einmal, wie ihr die Logs lest, beziehungsweise wie ihr so ein bisschen navigiert auf Warcraft Logs. Da kann man wahrscheinlich auch 100 Videos draus machen. Okay, hier steht zusätzlich noch die Information, based on the top 5% of the keys. Das bedeutet, die haben wirklich nur die besten Runs genommen. Ne? Deswegen hier auch 95th Percentile, weil genauso wie das in den Logs der Fall ist, 95th Percentile bedeutet quasi besser als 95% der Spielerschaft. Also die besten 5%. Das heißt, wenn ihr diese Zahl nicht erreicht, macht euch keine Gedanken. Das ist schon wahnsinnig, wahnsinnig gut, was man da machen muss, beziehungsweise wahnsinnig starke Spieler. Und behaltet auch bitte immer im Hinterkopf, wenn jetzt hier 20er oder 25er Keys gemessen werden, da rennen dann teilweise Leute, die sonst gewohnt sind, 30er Keys zu laufen, 3-4 Stufen niedriger und rollen ihre Keys um. Was dazu führt, dass die natürlich durch diese Keys dann +2, +3 durchspeeden des Todes und übertriebene Puls machen, weil es halt einfach möglich ist und weil es logischerweise schneller geht und weil sie die Erfahrung haben, wie das funktioniert. Das bedeutet, die Zahlen, die ihr hier seht, sind die besten Zahlen von Runs von Leuten, die eigentlich viel höher laufen. Und jeder, der das schon mal gemacht hat, der weiß, wenn er mal einen 20er Key gemacht hat und dann geht er danach einen 15er Key, das ist auf einmal Easy Mode des Todes. Ja? Das heißt, behaltet das bitte immer im Hinterkopf. Nur weil da jetzt 362,5k steht, heißt das nicht, jeder macht 362,5k. Wenn ihr den Spielern auf höheren Keys zuguckt, wo es ein bisschen herausfordernder ist, dann werden die auch nicht nur so gut performen. Ne? Das kriegen sie vielleicht mal hin, weil dann doch schon alles sehr stark geplant sein muss. Aber generell ist es dann doch eher ein bisschen weniger als das. Ne? Also behaltet das bitte immer im Hinterkopf. Zusätzlich werden dann hier die Stats angezeigt, was anhand der letzten 2 Wochen die Stat Priority ist, auf welche Sachen sich konzentriert wird. Das heißt, ihr habt generell bei allen Klassen die Möglichkeit reinzugehen und zu sagen, okay, auf welche Stats muss ich eigentlich achten? Ne? Worauf fokussiere ich mich? Worauf konzentriere ich mich? Behaltet dann natürlich bei solchen Vereinfachungen immer im Hinterkopf, dass das nicht maßgeblich dafür ist, dass das auf jeden Fall so gemacht werden muss. Es wird da immer gewisse Nuancen zu geben, gewisse Caps, Kleinigkeiten oder sonstiges.
Hier in dem Fall weiß ich natürlich, dass das jetzt nicht zutrifft, aber ganz doof gesagt, eventuell gibt es ein Crit-Cap von 20%, aber nach diesen 20% ist Crit komplett vernachlässigbar. Na, oder das Cap ist bei 10%, sagen wir ganz was Billiges. Dann wird das trotzdem wahrscheinlich mit einer der niedrigsten Stats sein. Dann würde wahrscheinlich Crit jetzt nicht ganz hinten stehen, sondern eher an dritter Stelle oder an zweiter Stelle. Aber trotzdem kann das eben Ausschluss darauf geben, dass da noch so eine versteckte Sache ist. Das heißt, behaltet das auf jeden Fall im Hinterkopf. Ich würde euch jetzt aber trotzdem generell sagen, ihr macht nichts falsch, wenn ihr Einsteiger seid, wenn ihr generell gucken wollt, auf was solltet ihr euch eher fokussieren. Wenn ihr eh nicht viel Wahl kriegt oder euch Sachen craftet, macht ihr meistens nichts falsch, wenn ihr euch eben an diesen Sachen orientiert. Ne, dafür sind sie ja gedacht. Allerdings, wenn es dann ums Min-Maxen am Ende geht, da ist es nuanciert, da behaltet das im Hinterkopf. Dann haben wir hier die Spectree Popularity. Das ist ganz geil, als ich das gesehen habe. Das ist von einem 29er Key. Wahrscheinlich, weil es nicht so viele 31er, 30er Keys gibt, die dann eben gewertet werden können, weil die brauchen natürlich eine gewisse Menge an Daten, weil wenn sie nur zwei Logs haben, können sie nicht sagen, das ist der geilste Bild überhaupt, nimm den, sondern das kann halt einfach irgendwer gewesen sein quasi, der das gespielt hat, weil er sollte. Ihr seht auch hier, guckt euch das mal an, es wird mit Silence und Mental Fortitude gespielt. Das ist doch schon mal sehr interessant zu wissen. Und wir sind wieder auf den Mythisch Plus Geisterbild gegangen, den Two Idol Geisterbild. Die haben alle mein Video gesehen. Keine Ahnung, aber anscheinend hat das was gebracht. Oder ich hatte genau den gleichen Riecher wie die. Wobei sie einen Punkt hier anders gesetzt haben. Also sie haben hier den Punkt rausgenommen. Mental Decay haben sie den Punkt rausgenommen und hier reingesteckt. Das würde ich aber sagen, ist eher High Key Tech. Ne? Macht das wie gesagt nicht. Aber da habe ich an meinem Video schon was zugesagt. Aber ihr seht jetzt jedenfalls hier 29,7% Popularity. Wir haben ja hier oben gelesen, es sind 118 Passes. Das bedeutet, von diesen 118 Passes haben es ungefähr 40 so gespielt. Ja. Das bedeutet, die Mehrheit in Anführungszeichen hat das so gespielt. Jetzt ist natürlich nicht klar, was der zweitbeste Spec quasi hatte an Prozenten. Aber ihr seht jetzt hier, currently selected ist das. Und ihr habt jetzt hier die Möglichkeit, mit einer etwas geringeren Popularity andere Talente zu wählen. Es werden euch einmal hier hinten werden euch einmal die Talente angezeigt. Ja. Und dann wird es oben auch direkt angepasst. Wie geil ist das bitte, oder? Das ist doch mega nice. Das heißt, euch werden hier direkt die vier populärsten Builds gegeben und ihr könnt dann da eben durchklicken. Ne? Behaltet im Hinterkopf, ihr könnt ein Talent hier und da ändern. Das ist meistens kein Weltuntergang, aber ihr kriegt hier halt eine generelle Einsicht darüber, was die meisten Top-Spieler tun. Ja? Das heißt, es ist eben nicht mehr dieses ewige Logs durchsuchen und das zu finden oder bei Subcreation hoffen, dass es gut dargestellt ist. Nein, hier das. Subcreation war auch so nervig, dass das in so einer geraden Linie war. Ne? Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, warum die das nicht schon längst geändert hatten. Vielleicht war das hier schon lange im Plan, keine Ahnung. Aber so wie das hier ist, ist das ja wohl mega geil. Ne? Und wenn ihr dann noch weiter runter scrollt, dann habt ihr noch eine Übersicht über die Items, ne? Welche Sachen getragen werden und so weiter und so fort. Oh, hier ist sogar ein Hinweistext mit einem roten Fältchen. Not a lot of data matches your filters. This could result in higher variance and less reliable recommendations. Geil, das heißt, die geben dir sogar den Hinweis, hey, ich habe jetzt hier etwas ausgewählt mit diesen 25ern, dass da einfach nicht so viele Daten angezeigt worden sind. Ah, ich sehe gerade, okay, bei den 20ern wird es auch angezeigt. Es geht wahrscheinlich warum, weil die Seite noch relativ frisch ist, hat sie einfach noch nicht so viele Daten gesammelt, dass das problematisch sein könnte. Oh ne, ich will wieder darüber gehen. Ich will wieder ein 1 sein. Oh, nee, wartet mal. Hier, das habe ich noch übersehen. Hier haben wir die Talente. Hier haben wir Gear und Tierset. Achso, es gibt dann einfach nur Tierset, Leggings. Ah, welche Set-Teile getragen werden. Shadow Priest, Most Popular Embellishments. Noch nicht da, okay. Ah, hier haben wir noch andere Alternativen. Seht ihr? Also hier ist noch... Oh, kann man sogar mehr. Ah, okay, es war nur schwer zu finden, aber sie haben es auch. Ah, cool, guck mal. Dann kann man hier runtergehen. Oh ne, wo sind die Trinkets gewesen? Trinkets, da sind die Trinkets, genau. Kann man hier die Trinkets sich angucken und dann sieht man hier Bellfire Branch, Seastar, Pips. Ja, wie cool ist das denn? Okay, ja, nice. Okay, dann sieht man das direkt. Cool. Also es hat existiert, war nur ein Anwenderfehler, jetzt in dem Fall ich. Ich habe mir die Seite zwar vorher angeguckt, aber das habe ich überlesen. Und dann hat man hier sogar die Möglichkeit, noch nach Verzeihung zu gucken. Auch alles einfach viel schöner dargestellt, oder? Guckt euch das mal an, wie das hier aufgebaut ist.
Also da werde ich auf jeden Fall die nächsten Wochen und Monate mich sehr genüsslich noch mit auseinandersetzen und mir das alles in Ruhe angucken. Hier hat man sogar die Trinkets einzeln aufgelistet. Auch cool. Ja, noch besser zu sehen. Show DPS HPS. Okay, krass. Also, ja, mega. Also die Seite ist auf jeden Fall da. Hat Subcreation jetzt ersetzt. Subcreation ist down, ist nicht mehr verfügbar. Allerdings ist es hier Beta-Version. Ne? Das heißt, da wird noch einiges kommen. Und so wie es jetzt ist, ist es schon deutlich besser als das, was ich jetzt vor ein paar Wochen gesehen habe, als es komplett neu war. Und ja, ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung dazu in den Kommentaren da lassen. Gefällt euch die Seite Archon? Oder fandet ihr Subcreation besser? Beziehungsweise, ja, was haltet ihr generell von dem Ganzen? Neu, ist neu immer besser? Ja, das würde mich auch mal interessieren. Was auf jeden Fall besser ist, ist, wenn ihr den Kanal liked und abonniert. Damit macht ihr nämlich mein Leben auf jeden Fall deutlich besser. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich bin dann erstmal raus. Hoffe, das war nicht ein super langes Video. Wir werden mal sehen im Endschnitt, wie das aussieht. So oft habe ich mich heute aber nicht verhaspelt, weil es mir wirklich Spaß gemacht hat, die Seite mit euch anzugucken. Okay, dann wünsche ich euch was und wir sehen uns im nächsten Video. Habt einen schönen Samstag oder was auch immer für ein Tag heute ist, an dem ihr das Video seht. Und wir sehen uns im nächsten Stream-Video. Macht's gut, bis dahin. Ciao.